Pokémon Schwert. In der Folge spreche ich mal eben, aber auch nur noch in der Folge eben, weil das ist die 5. Folge. Und in der wollte ich jetzt noch einmal sagen, alle 5 Folgen darf ich 10 Pokémon in der Naturzone fangen. So habe ich das jetzt geregelt. So. Das heißt, ich rede noch mal ganz kurz hier in der Folge jetzt und dann mache ich wieder erstmal eine Redepause. Schau mal. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Inge City. Ein noch ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen. Hey, da ist ja Sanja, ja. Meine Oma hat mich vorhin ziemlich meine Meinung gegeigt. Nimm dir zum Beispiel an den beiden, hat sie gesagt, voller Tatendrang auf Reisen. Und was stellst du dir an dein Leben an? Ganz schön streng. Das ist wirklich richtig streng. Ja, aber sie macht euch darum keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, das im Wald begegnet seid, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ich könnte versuchen, die Sache wenig auf den Grund zu gehen. Ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht Oma ja ein anderen Licht aus dem anderen Licht, wenn ich was herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch keinen Kopf. Komm mal ein bisschen frische Luft und die Gelegenheit, mal ein bisschen zu angeln und zu campen. Ich grase erstmal die rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Okay. Ich hoffe, er weiß, dass er worauf er sich einlässt. Deine Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon in diese Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon deine maximieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht am Boden ist. Da gibt es Dynamax-Pokémon, aber musst du aufpassen, weil die sind sehr stark. Geh erst rein, wenn du bereit bist. So, zum Abschluss kommen noch ein tolles Geschenk von mir. Pokémon-Box. Das ist diese Tragebox, ja. Ja. Das ist eine Pokémon-Box. Da kannst du deine Pokémon lagern und bewahren und kannst sie immer deinem Team hinzufügen. Ja. Schnapp so viele Pokémon, wie du kannst und fülle den Pokédex. Aber jetzt in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Ja. Oh, sieht da so richtig schön aus, finde ich. Also ich selber werde auf alle Fälle bei den ganzen Arena-Leitern und so reden, aber ich mal guck mal, wenn ich so Lust habe. Vielleicht mache ich so 3 Folgen Pause, dann meine Folge reden und mache ich das so halt. Schneid es? Oder schneid? Okay, ich mache jetzt mal die Augen zu und laufe jetzt einmal irgendwie ins Gras. Und Leute, ich mache wirklich die Augen zu. So, warte. So, was ist es? Ein Skoppel, okay. Also jetzt ist ja gerade die 5. Folge, meine ich ja, ne? Ja, müsste sein. Das heißt, warte mal, das kann ich einfach so mit X. Da dürfte 10 Pokémon hier fangen, so. Immer zwischendurch. Naja. Leben. So. Oh, Hagel ist das. Ich versuche einfach nochmal ein Pokéball zu werfen. Vielleicht kriegen wir auch mit der Regel auch ein bisschen schnell Pokédex voll, wenn wir den so machen würden. Zack.
So. Mein neues Teammitglied. Skappel im Pokédex eingetragen. Mit den Ohren hier schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um 10 Meter tiefen Bau, um einen 10 Meter tiefen Bau zu bauen. Nope, ich möchte keinen Namen geben. So, Skappel, du bist jetzt ein Teil von meinem Team. Mal gucken, ob ich dich behalten werde oder einen besseren Pokémon einsetzen werde. Das krabbelt einfach. Vergehenes Kämpfen. So. Mal gucken, wie stark es ist. Bisschen sehr stark noch. Ich finde es eine Notiz. In der Naturzone kannst du über den rechten die Kamera bewegen. Ja, ja. Ich weiß, mein Gott. So, okay, ich laufe jetzt einfach mal durch. Durch das Gras da und Augen zu. Damit es auch so gut wie es geht. Oh, was ist es? Ein Creakle. Es hat Eis, ne? Level 9, oh. Ich bin mir auch gerade am überlegen, ob ich nicht in der Naturzone einfach unendlich viele Pokémon fangen soll, jederzeit. Oder Leute? Überlege ich mir mal. Dann mal einen Rucksack rein. Weil es ist insgesamt sehr schwer, da die Pokémon jetzt auf der Overworld sind, noch sehr schwer hier bei einer Nuzlocke zufällig herauszufinden. Also Nuzlocke ist eigentlich bei Schwert und Schild schon extrem kaputt. Überleg mal, ob ich dann das hier in der Naturzone zumindest wegnehmen kann. Ein Creakle. Creakle in dem Pokédex eingetragen. Auf der Natur Nahrungssuche fühlt es seine Nase durch den Erdboden. Manchmal entdeckt es sogar heiße Quellen. Nee, ich möchte das nicht in mein Team. In die Pokémon Box. So. Deine Zeit wird sogar gezeigt, was ich denn gefangen habe. Aber ich laufe jetzt einfach mal rein. Was ist das? Oh! Ein Philosi. Ja, Leute, ich glaube, ich mache nicht hier in der Pokémon mit so eine begrenzte Anzahl. Nein! Also ich bin trotzdem noch am überlegen, aber okay, Philosi. Fange ich trotzdem. Los, Tackle! Obwohl, noch eigentlich ist es aber mehr Spaß, wenn... Komm. Warum nicht? Hat man einen Tackle rein. Okay, Lucy. Na, du... Blöder. Du hast jetzt mein... eines Pokémon da rein. Fuchs da weggehauen. Oh mein Gott. Den Stoß.
Okay, ich setze jetzt alles auf 1. Los, Superball. Oh, shit. Oh. Das kann mir richtig in die Hose gehen, wenn ich jetzt hier nicht aufpasse. Pokémon. Micro. Also zwei Pokémon haben wir jetzt schon gespannt hier, ne? Ja. Anspannung von Micro wird. So, Pixar. Sehr effektiv. Gegenstoß. Holy moly, Alter. Das war knapp. 2, 3. Ja. Ein Philosophie. Das war richtig knapp. Dafür haben Micro und Lemmion Furienschlag. Silberblick kann weg. So. Memion, was hast du? Aquarelle. Heuler kann weg. Puh. Knappe Sache war das. Philosi, sein Pelz ist wunderbar flauschig. Wagt man es dir noch hier es zu berühren? Setzt es ohne Rücksicht auf Verluste zu Wehr. Okay. In die Pokémon-Box erstmal. Jetzt versuche ich hier rauszukommen. Mann, da haben wir... Also wir haben jetzt schon 3 Pokémon und 1 verloren. Pokémon-Box. Kannst du Pokémon-Box nur nicht in deinen Beutel nutzen. Hä? Kann man wo kann ich mein Cap aufstellen? Ja, Pokémon Camp. Kann man seine Pokémon nämlich mitspielen? Komm mal her. Boah, bist du langsam. Au. Ja. Okay, man erhält sogar EP allein durch das Spielen. Was? Okay. So, ich laufe jetzt einfach mal durch. Nein, nicht du, Fuliosi. Ich glaube, ich kann auch mal ganz kurz meine Pokémon wechseln. Er ist ja besiegt und... Mauzi, bewegen. Ich hab, Watt. Hab nur 100 Watt, Fähre bereit, einen tollen Fang. Wenig. Okay. Soll ich einfach mal Naturzone Energie als Watt bezeichnet? Energie, da kannst du leuchtende wilde Pokémon. Ah, okay. Ich überlege mir jetzt ganz kurz einfach mal gucken, wie. Was soll ich das wirklich jetzt? Ich habe halt so irgendwie das Gefühl, ich gehe drauf, wenn ich jetzt Dynamax mache. Gehen wir erstmal hoch.
Ich gehe sonst 100% nehme ich drauf. Oh, große Stadt. Nochmal Werbung für das Dynamax Glurak. Nice. Alter, okay, der ist creepy. Dieser Pokéball-Mensch da. Der war hart creepy. Aber erstmal. Hey, hallo. Hast du hier ist durch die Naturzone geschafft? Nicht schlecht. Ja, aber ich habe ein Pokémon verloren. Der Team ist jetzt ziemlich erschöpft. Wie wär's, wenn wir ins Pokémon Center gehen? Wenn du kurze Zeit hast, dann zeige ich dir auch etwas, was für Trainer bestimmt von Interesse ist. Okay. Schau mal, das ist Rotomia. Rotonia. Ist gerade frei. Rotonia ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. Du kannst in das Design der Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte rum. Lass deine Kreativität freien Lauf. Ligakarte von Delion. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass es in Engine ziemlich groß ist. Aber es ist kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen. Ja. Mein Pokémon muss ich loswerden. Ach ja. Die Eröffnungszeremonie ist Zweckerinnerung. Es weckt Erinnerung. Mein Gott. Nicht gut lesen ich kann. Und sprechen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich sofort wieder, wie es kribbelt im Bauch. Okay. Ich möchte erstmal boxen. Es gibt nicht mehr als 8 Boxen. Früher gab es doch irgendwie 30 oder so. Bewegen. Oh Mann. Verloren habe ich ihn. So muss man merken, 3 Pokémon haben wir schon gefangen. Das heißt. Ich nehme 4 Lucy mit. Bis bald. Oh, warte mal. Ich wollte ja noch ganz kurz gucken. Pokéjobs, was war das? Das habe ich mal von gehört. Oh, guck mal, das hat den gleichen Stil wie von Pokémon Quest. Ja, ne? Ja. Da suchen zahlreiche Firmen bestimmt Aufgaben zu helfen können. Du kannst Firmen unter die Arme greifen. Okay. Vielseitige Stoffe. Gewünschte Pokémon maximal 3. Könntest du nach Normal-Pokémon suchen? Bei der Herstellung von vielseitigen Stoffen helfen. Ja, okay. Der ist doch von Typ Normal, ne? Ausgewählt werden. Okay, dann noch nicht. Dann wollte ich noch gucken. Kartenautomat. Neue Karte erstellen. Hintergrund.
Kann ich irgendwie... Ah, das sieht alles so... Psst, okay, das sieht ein bisschen... Effektrahmen. Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Effekt. Ja, guck mal, die meisten Effekte sieht man bei der Sache gar nicht halt. Aber das sieht man ganz gut. Weiter. Ah, okay, warte mal, dann kann ich auch, finde ich, das nehmen. Oder, nee. Dann kann ich auch das nehmen. Oh, ich werde die ganze Stadt wieder gebrannt. Ich glaube, das geht so, ja. Und er. Ah. Okay, und mit Y wird eine Pose geändert. Nip, nip. Ich glaube, die geht ganz gut. Und Gesicht aussehen ändern. Alter, wie sieht das denn aus? Ja, okay, das geht noch. Was? Das ist genauso gut wie das. Oh, da ist viel. Okay. Das ist genauso. Das sieht genauso dumm aus. Alter, wie sieht die denn aus? So, ich überlege mir gerade. Da! Ich glaube, ich bleibe beim ganz normalen. Ja. Oh, ich bin Holo. Ist eine Beschichtung, das kostet normalerweise auch noch Geld. Wow. So, und wo kann ich die jetzt sehen? Karte. Ah, Liga-Karten. So, Album. Delion. Hm. Sieht schon nice aus. Karten. Ah, da kann ich Karten von anderen Leuten kriegen. Stimmt. Ich versuche vielleicht mal die Codes von irgendwelchen anderen YouTuber zu kriegen mal. Ah, kann ich mal meinen Trainerkarte teilen? So, Leute, das ist der Code. Oh, Leute. Das ist der Code, den schreibe ich nochmal in die Kommentare. Und den könnt ihr dann... da könnt ihr meine erste Karte kriegen. Kann ich so mehrere Trainerkarten haben oder wird dann die alte mal gelöscht?
Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Weißt du auch, das Ziel, was das Ziel in Ingenie City ist? Arena Challenge, ja. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge gehen. Oh, ich hab noch vergessen, Pokémon zu heilen. Die ist da vorne, ich weiß. Ich verklaff mich hier nicht. Sie finden morgen in der Inge-Station statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße und die Stadt, um zur Station zu kommen. Ach, der Lift ist auch cool. Das ist so ein Zahnrad, das dann einfach nach unten fährt und dann wieder nach oben. So ein Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen und wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, die Station, dich in der im Stadion anzumelden. Bis später. So, nochmal zum Pokémon Center. Und heilen. Ja, mach bitte meine Pokémon nochmal topfit. Zack, 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 zack. Dim. Danke für deine Geduld, wir werden mich mal bald wieder. Okay. So. Leute, ich würde dann aber auch erstmal sagen, das war's mit der Folge. Hoffe, euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.